Kita buka apa hadiahnya? Coklat. Yeay. Iya. Itu punya Luisa, sudah dibuka. Coba ditunjukin. Coba ditunjukin ke mama. Iya, punya Luisa. Oke, sekarang Noah. Isinya coklat ya. Kemudian Ains. Ini teman papa nomor Ains. Das ist eins. Oke. Silakan dibuka. Wow. Coba mama lihat, ditunjukin. Yes, coklat ya. Was ist das? Das. Das ist Eis. Königin. Das weiß ich auch nicht. Das siehst du keine. Okay. Die Mama. Sekarang. Aufmachen. Ja, Mama. Das gleich aufmachen. Mama buka dulu ya. Punya Mama tanggal 1. Tanggal 1-nya di mana ya? Tolong dibantu dong guys. Tanggal 1 saya tidak bisa lihat. 1 ini. Saya buka yang tanggal 1 ya guys. Ups. Ih, coklatnya ada seperti ini, guys. Cheers, Ma. Iya. Sedainya. Oke. Sekarang papa. Itu punya papa tanggal 1, papa. Tanggal 1. Kan eins hier. Papa kan eins. Jadi sini apa? Kan eins. Tanggal 1. Oke. Ein Trikot. Super. So guys, sekarang saya mau buka punya saya Advent Calendar yang spesial ini. Spesial maksud saya karena agak besar gitu ya guys. Ini tidak disponsori ya, ini dengan kemauan saya sendiri. Nah, saya mau buka untuk tanggal 1. Ya, ini tanggal 1, tanggal 1 Desember saya harus buka di sini. So, ini tanggal 1 saya buka, ini jendelanya atau pintunya. Ya, tanggal 1 Desember, coba dibuka nak. Bantu mama ya. Ush. What? Harus dibuka lagi dia. So. Yeay. Saya dapat produk ini, sebentar saya baca dulu. So, ini saya dapatnya untuk membersihkan wajah, bagian wajah ya, airnya. Ya. Untuk tanggal 1 Desember, saya dapat ini untuk kalender Natal saya. Oke. Okay. So, ya. Untuk okay. Tanggal 1 Desembernya ada di situ? Ya. Oke, okay, silakan. Baik, Glöckchen drauf. Oke, okay, tanggal 1. Habis tanggal 1. Dan sekarang kita buka kalender Natalnya untuk buku Noah dan Luisa. Tanggal 1, wo ist der erste? Oke, okay. Tanggal 1 Desember. Wo ist? Da steht ein. Ah, tanggal 1 Desember. Silakan dibuka, Papa. Aufmachen, oke. Okay. Iya. Yeah. Ini adalah buku ya, guys, untuk anak-anak. Buku cerita. Oke. Okay. Okay, ich freue mich schon so auf die Adventszeit und auf Weihnachten. Auf die Erde. Das da. Hallo du. Ich erkläre dir jetzt, was du mit den Mini-Büchern machen und erleben kannst. Du kannst alles hier im Buch antippen und wirst staunen, wie viel du entdeckst. Unten räuscht oder die letzten Sätze nochmal ab. Psst, in manchen Büchern gibt es auch Spiele. Die erkennst du am grünen Würfel. Das ist ein Stift. Alles verstanden? Aber sie hat gesagt, dass sie gibt keine Stifte.
Aber das hat er mir erklärt, das Zeichen bedeutet, aber das brauchen wir ja nicht. Was ist denn da auf dem Boden? Oh, da hat schon jemand vor Max gebacken. Aha. Diese Weihnachtskekse sehen auch sehr lecker aus. Lecker! Mhm. Leckere Kekse! Ja. Was ist das? Probier's mal bitte. Nee. Auf die Plätzchen. Fertig. Los. Engel Max wirbelt eifrig in der Wolkenbackstube herum. Das sieht aus wie ein... Er knetet und rollt den Teig aus. Gleich kann er die Plätzchen ausstechen. Fängt's die Maus. Diese große Plätzchendose ist schon voll. Max ist wirklich fleißig. Oho. Oh, da fällt ein Keks herunter. Nicht schlimm. Die kleinen Helfermäuse sind schon unterwegs, um ihn einzusammeln. Ach so, was? Und aufessen, die Mäuse. Du kannst gleich alles aufessen. Max, komm, wir naschen ein paar Plätzchen. Wir backen ein paar schnell ein paar Plätzchen. Das. Das. Nee, das nix. Ist in der Wolkenbäckerei duftet. Hier ist es ganz warm und gemütlich. So richtig. Ich hab Hunger. Die Säcke sind doch lecker. Hey, was machst du, Isa? Komm mal wieder her. Mach du mal nur. Ich liebe Plätzchen. Plätzchen? Das ja. Schmeckt. Nein. Auch, dass ich ein Weihnachtsbäcker bin. Weihnachtsbäcker? Mhm. Nein. Knisper, knusper. Mit ihren kleinen Zähnchen knabbern die Helfermäuse die Kekse im Nu auf. Ach so was. Alles für die Mäuse. Die runden, bunten Schachteln sehen so hübsch aus. Max hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Danke, lieber Max. Hier gibt's Zimt- und Schokoplätzchen. Schokoplätzchen. Lecker. Perlen und Sterne. Mancher mag auch Streusel gerne. Mal mit Nüssen knusprig hart, mal ganz butterig, weich und zart. Ach, das sieht so lecker aus. Auf zum Weihnachtsknusperschmaus. Ja. Musik, ja. In ein weißes Türchen schauen. Und ich hoffe, dass es schneit, um dann einen Schneemann zu bauen. Alles wird ganz toll geschmückt und alles duftet nach. Es gibt nichts, das uns bekümmert, nichts, das uns lieb neue. Sind. Ich freu mich schon. Das ist ja so gut. Wir probieren mal von da. Ich habe nicht lange mit ihm gemacht. Mhm. Wow, das kann ich nicht. Mhm. Okay. Komm, endlich darf ich Plätzchen backen. Oh, wie gut der Teig schon duftet. Ich muss unbedingt probieren. Ich habe auch gesehen, Nummer 1, bitte. Nummer 1. Ambil tanggal 1 Desembernya ya, nak. 1. Ya, tanggal 1 Desember. Hey, oh. Oops. Yeah, yippee. Oh.
Komm, sitzen. Passt das bitte richtig? Ich lese noch. Kannst du zu Kinder? Mal her. Nein, das nicht. Hoch oben im Norden, gut versteckt, zwischen schneebedeckten Bergen und Hügeln, steht das gemütliche Häuschen des Weihnachtsmannes. Wow, so tolle Bäume. Gleich nebenan ist die Wichtelwerkstatt. Das sind die kleinen Menschen da mit der grünen Mütze. Gerade steigt ein kleiner Wichtel auf den Bohr. Er reißt ein Kalenderblatt ab. Heute ist es soweit, ruft der Wichtel feierlich. Unsere Vorbereitungen für Weihnachten beginnen. Morgen geht es weiter. Fertig.